Der Betrachter spürt sofort, warum Karen Simbatyan in seiner armenischen Heimat geradezu verehrt wird. Bei der Galerie Späth in Coburg war schon das Auspacken der Werke ein erhabener Moment. Das ist Gänsehaut, wenn man das gesehen hat, was da für eine Technik dahinter steht. Er hat ja auch an der Kunsthochschule studiert. Diese Farben sind überwältigend. Der musealen Qualität stimmt auch David Simbatyan zu. Der Sohn des Malers lebt in Coburg und hat den Kontakt zur Galerie hergestellt. Als Kind erlebt er in den 70er Jahren den Durchbruch seines Vaters mit. Ein in den USA lebender Kunstmanager aus Armenien organisiert 1970 zwei Ausstellungen. Eine in Beirut und eine in Paris. Das war ein unglaubliches. Also, da waren seine Bilder in ersten Minuten alle fünf sofort so verkauft, dass der Garib Basmajan konnte das nicht mehr festhalten. Und ist zurückgekommen, hat gesagt, Karen, ich konnte die Bilder nicht festhalten, die sind einfach weg. Und ab dieser Zeit, das kann man rechnen, sein Durchbruch. Also der hat einfach ein Siegestour gegangen. Also eine Ausstellung nach dem anderen. Dabei ist der Erfolg von Karen Simbatyan im Ausland keine Selbstverständlichkeit. Der Stil des Künstlers eckt in der damaligen Sowjetrepublik Armenien an. Nur mühsam führt Karen Simbatyan den Expressionismus in seiner Heimat ein. Zwischen 1910 und 1930 war ja der Expressionismus in Deutschland durch Kandinsky, durch die Blaue Reitergruppe ins Rollen gekommen. Das war ja auch eine Gegenbewegung gegen die Gesellschaft und gegen das, was alles bisher gelaufen ist. Und der Karen Simbatyan ist natürlich eigentlich nochmal eine Generation danach. Aber für ihn war es natürlich auch so, in diesem Land zu leben, dort aufgewachsen zu sein und sich zu entfalten, war auch nicht leicht. Er war ein Patriot und er hat es auch in seinen Bildern ausgedrückt. 44 Bilder von Karen Simbatyan sind in Coburg zu sehen. 22 davon stammen aus einem Zyklus, den der Künstler den Geschichten aus Tausend und einer Nacht gewidmet hat. Karen Simbatyan hat nämlich auch Kinderbücher gestaltet. Doch zum Ausnahmekünstler machen den Armenier seine expressionistischen Werke. Zum Beispiel das Bild heißt Mein Zimmer und das war in sein Studio. Also wenn ich so direkt erklären kann, das ist das Interieur von seinem Zimmer. Aber natürlich diese Bilder, diese Technik, diese alles, das ist schwer zu erklären. Also der hat Welt von andere Prisma geschaut, also von andere Seite geschaut. Das weiß nur er. Die Ausstellung in Coburg fällt auch mit dem 10. Todestag von Karen Simbatyan zusammen. Die passende Würdigung eines Ausnahmekünstlers mit einem Ausnahmewerdegang.